Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute erkläre ich euch anhand von YouTubern einen Trainingsplan, weil es gibt ja da draußen so viele Fitness-YouTuber und jeder macht Workouts und Home-Workouts, gerade in der aktuellen Zeit. Und vielleicht kann das so ein bisschen verwirrend sein, deswegen habe ich dir einen Anfänger-, Fortgeschrittenen- und Pro-Trainingsplan zusammengestellt und erkläre dir heute, wie das Ganze funktioniert. Viel Spaß dabei! Jo, wir legen gleich direkt los mit dem Anfänger-Trainingsplan, aber bevor wir loslegen, abonnieren nicht vergessen, wenn du neu bist auf diesem Kanal. Mein Name ist Daniel, auf dem Kanal gibt es Fitness, Mindset, Nutrition und was sonst so passiert in meinem Leben. Also ich freue mich sehr, wenn du dabei bist, lass mir schnell ein Abo da. So, wir legen direkt los. Es gibt ja so, so viele Workouts. Wir haben Pamela Reif, Coach Steph, Chris Harrier, Sascha Huber mit dabei und wir starten mit dem Anfänger-Trainingsplan. Ganz, ganz wichtig ist, dass du, wenn du ein Anfänger bist, auch dort einsteigst, weil du möchtest kein Übertraining haben. Wichtig ist das Gesetz der Superkompensation, das Reizschwellengesetz. Um das zu verstehen, ganz, ganz kurz erklärt, du hast hier eine Reizschwelle, du musst über die Reizschwelle trainieren, dann passt sich der Körper in der Superkompensation an und deine Reizschwelle ist höher und du wirst besser. Wir gehen ganz kurz zusammen den Trainingsplan durch, damit du das Ganze verstehst. Du findest alles unten in der Beschreibung mit Videolinks, einfach zum Draufklicken, ganz, ganz easy. Kleine Texte sind dazu geschrieben, sodass du dich gut orientieren kannst und das eigentlich kein Problem sein dürfte. Okay, legen wir direkt los. Wir haben ein Ganzkörpertraining, dreimal die Woche, jeweils eine Stunde. Ich habe ungefähr darauf geachtet, dass du nur eine Stunde trainieren musst. Aber wenn du willst, gibt es ein kleines Extra, gleich mehr dazu. Wir starten mit dem Warm-Up-Video. Danach gibt es drei Workout-Videos und zum Schluss tatsächlich noch ein Cooldown. Mach dieses Workout dreimal die Woche, so dass du immer Rest-Days dazwischen hast. Nur trainieren, wenn du schon regeneriert bist, denn der Muskel wächst nur in der Regeneration, wenn du Pause machst. Wenn du einfach auf den Muskelkater drauf trainierst, dann hast du nichts davon. Gib deinem Körper die Zeit zu regenerieren. Wenn du aber noch ein bisschen mehr machen möchtest, ein extra Workout, und zwar ein Sixpack-Workout, da kannst du dir jetzt aussuchen von Chris Harrier, Sascha Huber oder Pamela Reif. Alle sind eigentlich anstrengend, egal was für ein Fitnesslevel du hast. Ich habe das bei dem 24-Stunden-Pamela-Reif-Workout sehr gemerkt, dass auch einfache Bauch-Workouts schon relativ anstrengend sein können. Das heißt, schau da einfach, dass wenn du Bock hast oder noch Energie hast, du ein kleines Bauch-Workout einfach on top. Kommen wir zum fortgeschrittenen Trainingsplan. Und zwar trainieren wir hier ein OK-UK-Trainingsplan. Oberkörper-Unterkörper-Trainingsplan. Und das Ganze machen wir viermal die Woche. Das funktioniert dann so, du machst OK, UK, Pause, OK, UK, Pause, sodass du immer einen Rest-Day hast wieder und einmal Oberkörper, einmal Unterkörper. Damit hast du dann stärkere Reize auf die einzelnen Muskelgruppen gelegt und dadurch hast du einfach ein bisschen länger wahrscheinlich Muskelkater. Deswegen hast du sozusagen zwei Tage Rest. Du hast ja, während du, wenn du mit Oberkörper anfängst, dann hat der Oberkörper am OK-Tag Pause, am Pausetag Pause und dann trainierst du ihn erst wieder. Und du kannst aber einfach mehr Übungen machen für den Oberkörper, mehr Übungen für den Unterkörper. Hier gibt es dann drei Videos zum Oberkörper und drei zum Unterkörper. Und wenn du wieder was dazu adden möchtest, machst du einfach fix das Bauch-Sixpack-Workout hinterher. Dann zu guter Letzt gibt es das Extreme-Training. Und zwar ein Dreier-Split, den du zweimal die Woche durchführst. So trainiere ich in der Regel immer, wenn ich im Gym trainiere und das ist aber schon ziemlich, ziemlich knackig, weil du hast nur einen Pausetag, du hast 6 Trainingstage und dafür musst du aber nicht so lange trainieren. Das hat auch immer einen kleinen Vorteil, aber das ist schon nicht ganz so easy. Also, wir starten mit Brust, Trizeps, Schulter, 4 Videos. Einfach anklicken, steht alles unten in der Videobeschreibung. Im Anschluss Tag 2 machst du Rücken, Bizeps. Und dann machst du Beine wieder mit 4 Videos. Da auch kannst du wieder einen extra Bauchtag einlegen, wenn du möchtest, aber musst du eigentlich gar nicht unbedingt. Dann hast du einen Tag Pause und dann startest du danach wieder von vorne mit Brust, Trizeps, Schultern. Das ist der längste Tag, Brust, Trizeps, Schultern. Ist schon ordentlich, aber ich denke, wenn du sagst, du machst Extreme, dann muss ja auch ein bisschen knackig sein. Jetzt werden sich einige von euch fragen, okay, was ist mit Cardio-Training? Cardio-Training kannst du dazu machen, wenn du möchtest. Es gibt ganz, ganz viele HIIT-Workouts. Du kannst auch einfach joggen gehen, Fahrrad fahren, wie du möchtest.
Aber ich bin der Meinung, dass diese ganzen Workouts schon so dein Herz-Kreislauf-System fordern, dass du eigentlich kein Cardio-Training brauchst. Du kannst diese Workouts alle ohne Equipment machen, ganz, ganz wichtig. Du brauchst nichts, nur deinen eigenen Körper und ein bisschen Platz zu Hause, vielleicht eine Matte und das war's. Und dann kannst du loslegen. Ich hoffe, du hast hier ein bisschen was lernen können, kannst so ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen Struktur in die ganzen Workouts bringen, die im Moment auf YouTube kursieren. Jeder macht ja im Moment Home-Workouts zu Hause und deswegen dachte ich mir, komm, strickst du mal für die Community daraus einen kleinen Trainingsplan. Ich freue mich sehr, wenn du über dieses Video zu mir gekommen bist. Lass mir gerne ein Abo da. Es gibt jede Woche neue Videos. Wenn du schon länger dabei bist, dann freue ich mich sehr, dass du wieder bis zum Ende zugeschaut hast. Und übrigens, das hier ist mein neues Büro. Im Moment ist das hier die einzige Ecke, die aufgeräumt ist. Das hier hinter schaut es euch noch nicht an besser. Und ja, der Sessel ist raus, es gibt ein Sofa, die Wand ist wieder gestrichen in der bekannten Farbe aus dem Schlafzimmer. Und ja, ich freue mich auf die weiteren Videos mit euch, Leute. Macht's gut und wir sehen uns bald wieder. Ciao.